Und du strahlst so. Was ist denn in deinem Leben passiert? Jetzt mache ich seit 20 Jahren Musik. Das war bisher die beste Entscheidung meines Lebens. Ich heiße Mona Rozdestvenskite, ich bin 26 Jahre alt und arbeite hier in Bad Riburg als Kirchenmusikerin. Schon als kleines Kind habe ich nicht vorne zum Altar geschaut, sondern nach hinten zu der Orgel. Und deswegen wurde meine Mutter auch gewarnt, dass das Kind sich nicht benehmen könnte. Und so ist auch die Idee gekommen, dass ich Orgel lernen könnte. Mit 10 Jahren habe ich zum ersten Mal in der Kirche von meinen Großeltern in der Messe gespielt. Glaube war in unserer Familie was total Selbstverständliches. Mit 18 bin ich dann nach Deutschland gekommen zum Studieren, weil ich unbedingt bei einem guten Professor Orgelunterricht haben wollte. Das war natürlich etwas anders, als in Moskau aus einer Großstadt dann in eine eher kleinere Stadt wie Detmold zu ziehen. Aber ich habe das auch sehr zu lieben und zu schätzen gelernt, dass ich meinen schnellen Lebensrhythmus dann selbst steuern kann und nicht die Stadt das mit mir macht. Während viele andere Kinder draußen gespielt haben, musste ich natürlich in die Musikschule gehen. Das heißt nicht nur Klavierunterricht, sondern auch noch Gehörbildung, Chor, Musikgeschichte. Und ich wurde durchaus auch gezwungen, etwas mehr zu üben. Und andererseits war ich auch ein ganz normales Kind. Bei meinen Großeltern musste ich nie üben. Ich hatte mehrere Monate, wo ich auch keinen Ton gespielt habe und durch die Wiesen gerannt bin und meinem Opa beim Grasmähen oder sich um die Tiere kümmern geholfen habe. Ich finde, die Musik kann am besten die Gefühle und die Emotionen ausdrücken. Wenn ich Orgel übe, gibt es da die wildesten Gedanken tatsächlich. Das dürften meine Orgellehrer wahrscheinlich gar nicht hören. Aber da kommt man zu besten Ideen überhaupt. Bei der Aufführungssituation spürt man vieles einfach und versucht das, was innerlich vorgeht, das ist ja eine enorme Spannung, die da entsteht, die zum Ausdruck zu bringen und nach draußen zu schicken, zu den Leuten, um die von der Musik zu begeistern. Ich glaube, entscheidend ist, dass die Leute im Grunde bis zum 19. Jahrhundert eigentlich immer moderne Musik gemacht haben. Und aus dem Grund finde ich schön, wenn auch moderne Musik in der Kirche erklingt. Es geht vor allen Dingen darum, wie und wie gut diese Musik gemacht wird. Und ich glaube, dass kaum ein Musiker etwas gegen gut gemachte Popularmusik hat. Ich tue sehr viel auch für meine Karriere, für meine Zukunft als Organistin, auch im Konzertfach. Aber diese Beziehung zur Familie und auch zwischenmenschliche Beziehungen und sich selbst treu zu sein, dass das über dem ganzen Erfolg immer noch steht.